Hi Leute, hier ist LineGameins und ich heiße euch herzlich zum zweiten Teil von Let's Play Werk Feuerwehr Simulator 2014 willkommen. Im ersten Teil haben wir das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Der Chef hat uns ein bisschen auf der Wache rumgeführt, hat uns da alles gezeigt und wir haben nochmal eine Übung auf dem Übungsgelände durchgeführt und jetzt wird's ernst und wir beginnen mit der ersten Schicht. Wir sind noch Feuerwehrmann-Anwärter und sind unterwegs mit dem Einsatzleitfahrzeug Florian 1. Und ich bin mal gespannt, was uns diese Schicht so alles erwartet. Wir werden gleich mal rausfahren aufs Werksgelände und uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Wir sind ja Ende vom letzten Teil ja nochmal so ein bisschen über die Ringstraße, nennt sich die, außenrum mal gefahren, haben uns das dort angeschaut, das Werksgelände, haben aber nicht mehr wirklich viel erkennen können. Wir waren ja auch jetzt nicht wirklich direkt im Gelände drin, sondern sind außenrum gefahren und deswegen fahren wir diesmal nochmal direkt rein. Ist jetzt auch hell, da können wir besser was erkennen. Das Wichtigste in Kürze, ja. Zunächst zu unserem Feuerwehrmann-Anwärter. Ich teile dir heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 1 zu. Okay. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Ja klar, die prüfen wir wieder und wenn das nicht passt, reparieren wir es. Und das war's, alle an die Arbeit. Passt auf euch auf. So, da oben haben wir unsere Vitality-Anzeige. Die Frage ist ja, ich glaube, wir machen gerade nochmal ein bisschen Fitness. Das haben wir direkt um die Ecke. Ich glaube, hier war's. Ja, genau, perfekt. So, einmal eine Runde laufen, eine Runde joggen. So. Und wir können auch nochmal eine Runde Gewicht heben. Damit wir dann auch gut gestärkt jetzt gleich hier unsere Schicht antreten können. Ist ja schon die erste Stunde gleich rum. Ich bin mal gespannt, wann der erste Einsatz kommt. Und ich gehe mal davon aus, dass es aber nur so ein kleiner Brand sein wird. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Wie die erste Schicht wird. So, okay. Das haben wir alles erledigt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt zu unseren Fahrzeugen begeben. Das ist dann in diese Richtung. So. Also einmal die Treppe runter, aber ich habe bis jetzt noch keine Rutschstangen entdeckt. Aber die müssten, das kann nicht sein, dass die hier durch die Tür sind. Da gibt es leider irgendwie gerade leider keine. Das wäre ganz schön, wenn es hier, naja, boah, geh weg. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn die hier Rutschstangen hätten, wie es auch bei der Flughafenfeuerwehr war, dass sie da Rutschstangen hätten. So kommt man nämlich, wenn wir jetzt ganz oben sind, dauert es ewig, bis wir beim Fahrzeug sind. Ein Stecho wollen wir jetzt nicht. Was ist eigentlich da? Ach ja, Büro. Okay. So, und dann einmal zu unserem Einsatzleitfahrzeug. So. Die Fahrzeughalle ist schon mega, mit so Toren auf beiden Seiten. Das ist schon eine geile Fahrzeughalle. So, Motor ist an. Hupencheck. Das geht. Müssen wir mal kurz außen gucken. Wegen den Blinkern, die gehen. Und das Licht geht ebenfalls. Das heißt für uns, freie Fahrt, nichts zu reparieren. Ich finde es ja auch ganz cool mit dem Feuerlöscher, dass der so da hinten drauf liegt. So. Und dann fahren wir jetzt gleich raus aufs Werksgelände. Das ist eigentlich die einzige Ausfahrt. Wir fahren mal nach da hinten und gucken uns das mal da an. Haben die jetzt hier auch so Sounds eingebaut? Wenn man irgendwo dagegen fährt, fahren wir mal gegen die Wand. Das ist ja cool. Die sind zwar nicht wirklich so mega realistisch, aber es ist halt nett. Besser als gar kein Sound, das ist schon ganz cool. Ah, der hat auch so eine Tankklappe. Ich dachte, der hätte keine, der hat aber auch so eine. Und was bringt uns die? Aber wahrscheinlich, das ist einfach nur die Tankklappe, das ist die für den zum Dieseltanken dann halt, okay. Aber das ist eigentlich ganz cool, vielleicht haben wir dann so einen Schlauch, müssen erst das hier aufmachen. Dann gehen wir zur Tankstelle, Tankanlage, nehmen uns den Dings da und stecken das dann da rein. So wie es dann auch in echt ist und nicht nur, dass wir einfach nur zur Tankanlage gehen, F gedrückt halten und dann warten, bis er vollgetankt ist. Das macht das Ganze natürlich nochmal realistischer, wie es auch stand, dass es jetzt halt alles realistischer ist. So, geht das Fahrzeug jetzt noch oder ist es jetzt dadurch auch beschädigt worden? Nee, okay, es funktioniert noch alles. Und dann würde ich sagen, ach, jetzt wollten wir eigentlich da hinten mal gucken, ob da noch ein anderer Ausfahrtspunkt irgendwo ist. So, aber den ersten Einsatz haben wir noch nicht bekommen und es ist schon 12 Uhr, 1 Uhr jetzt schon. Okay. Fahren wir da hinten raus. Da noch irgendwas ist an Ausfahrten. Hier ist nichts. Aber da drüben ist noch was. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. So. Das sieht schon ganz gut aus. Gut nachgebaut. Gut. Ne, nachgebaut. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es von einem echten Werksgelände nachempfunden ist, das Werksgelände hier. Oh, Entschuldigung. Das erste, der Flughafen Feuerwehrsimulator, der Flughafen war ja von Köln-Bonn, glaube ich, nachgebaut, der Flughafen.
aber ich glaube nicht, dass das hier nach... Und da ist schon der erste Einsatz. Im Bereich des Kohlekraftwerks kam es zu einem Zwischenfall. Hier hat eine der Brandmeldeanlagen ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Kommt halt zurück. Oder Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz. So, wir kennen es natürlich jetzt hier überhaupt nicht aus, wo irgendwas ist. Kohlekraftwerk, okay. Wo fahren wir denn hier lang? Ah, da hinten auf der Karte ist schon eingezeichnet. Wie kommen wir jetzt da am besten hin? Super, super. Also da muss man halt erstmal ein bisschen das Gelände hier kennenlernen. Ist jetzt auch nicht alles so durch Straße. Doch, da ist eine Straße, oder? Das geht da doch. Das ist hier einmal die Bahnverbindung. Oh, wir hätten euch anhalten müssen. Egal, wir sind von der Feuerwehr. Wir müssen da jetzt schnell hin. Da brennt's. Eventuell. Es ist, hat ja nur eine Alarmanlage ausgelöst. Es ist noch kein bestätigter Fall. So, da bin ich ja mal gespannt. Wir fahren jetzt einfach mal hier quer durch. So. Ist jetzt noch keine Rauchwolken zu sehen. Da ist was, oder? Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Und jetzt seht ihr auch hier, wir können jetzt F4 drücken, dann werden nochmal zusätzliche Einheiten alarmiert. Weil der Rettungswagen ist eh schon unterwegs. Ah, da brennt's. Okay. Ah, Sirene aus müssen wir. Das wissen wir ja noch vom Flughafenfeuerwehrsimulator, sonst kriegen wir hier Abzug. Aber das hat der Chef uns komischerweise gar nicht gesagt. Das ist voll komisch. Oder man muss da das Handbuch da nochmal lesen, wahrscheinlich steht es da drin. So. Wo brennt es denn noch? Ach, wir müssen noch den Brandmelder deaktivieren. Da ist er. Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und die Anlage wieder zurückgesetzt. Und da hinten schon. So, okay. Wir bringen den Feuerlöscher zurück und fahren noch ein bisschen weiter übers Werksgelände. So, die Kollegen haben sich ja wieder zurückgebeamt. So. Und wir, ja, fahren noch ein bisschen übers Werksgelände. Man hat den BMA-Alarm ja auch noch so piepsen gehört und da bin ich erst drauf aufmerksam geworden. Ah, stimmt, da müssen wir noch was abschalten. So, jetzt seht ihr hier eigentlich so mal wirklich das Werksgelände im kompletten Ausmaß. Da links seht, ist dann noch der kleine Bereich, wo ja, unsere Wache und noch andere Teile sind. Und da hinten, diese Kessel und so, die können echt alle dann mal so brennen. Das ist doch bestimmt saucool. Da brauchen wir dann den Zikun-Turbolöscher oder so, um die dann zu löschen. Das muss bestimmt richtig cool sein, dann so Einsätze. Wir haben bis jetzt immer so kleine Brände, wo nur so kleine Kisten oder sowas brennen. Aber das ist schon cool, wenn da mal so ein Riesenbrand dann kommt. Aber wir haben hier ja, keine Zaunkontrolle mehr, obwohl es hier nur einen Zaun gibt. Aber das ist hier wahrscheinlich, beziehungsweise anscheinend nicht nötig. Und ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder eine Wasserbefüllungsanlage da drüben. Haben wir auch auf der Karte eingezeichnet. Aber, boah, der Diesel ist aber schnell leer gegangen. Wir können ja mal zu so einer Tankstelle fahren und mal gucken, wie das ist mit dem Tanken. So, ja, kommen wir am besten wie hin. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht immer ordnungsgemäß über die Straßen fahren, sondern manchmal auch querfeldein. Also besonders jetzt am Anfang, weil wir halt noch, ja... Da müssen wir uns hier erstmal auf dem Werksgelände zurechtfinden. Das ist hier auf jeden Fall schwieriger, sich hier erstmal das hier kennenzulernen als ja auf dem Flughafen, weil da ist es alles, ja, da sind nicht so Gebäude so dicht auf dicht und so. Und ja, das ist halt alles anders als auf dem Flughafen. Beim Flughafen ist ja das Rollfeld, das ist ja so offen da und da, ja, kann man sich leichter zurechtfinden. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da rüberkommen. Da ist jetzt der Zaun, da ist alles abgesperrt. Ah, da kommen wir durch. So, einmal darüber. Und hier zur Tankanlage. So. Was war das? Oh, wow, wow. Wahrscheinlich sind wir auf diese Tankanlage ausgestiegen. Jetzt haben wir uns natürlich press an die Anlage gestellt. Wunderbar. Na, auf der falschen Seite. Wunderbar. Machen wir das mal auf. Und jetzt können wir jetzt irgendwas machen. Ah, E. Okay, das heißt, wir müssen immer erst diese... Oder müssen wir die aufmachen? Gucken wir mal. Nein, die wollte ich jetzt nicht. Wir wollten das eigentlich zumachen. So, wenn wir jetzt tanken. Ne, das geht nicht. Wir müssen also immer erst die Tankklappe öffnen. Schade. Aber es wäre jetzt echt noch cooler gewesen, wenn wir jetzt noch so einen Schlauch in die Hand bekommen würden und den erstmal da reintun müssten. So, da sehen wir, wie der Diesel reinfließt. Wie viel Liter voll ist er. Und wir können auch erst losfahren, wenn jetzt wieder die Tankklappe geschlossen ist. Also einmal Tankklappe schließen. Und wieder, ja, weiter geht's.
einmal wenden. Ich würde sagen, wir können jetzt wieder zurück zur Wache fahren und ein bisschen Fitnesstraining machen. Das wäre gar nicht so schlecht. Am besten kommt man noch zu den Einsätzen, habe ich im Handbuch gelesen. Wenn man jetzt die Ringstraße benutzt, das ist, ja, die Ringstraße, also einmal die Straße, die komplett einmal außenrum ums Werksgelände führt, weil man halt da, ja, anders muss man, wenn man jetzt wirklich die Straßen benutzt, was wir jetzt am Anfang wahrscheinlich nicht so machen werden, aber beziehungsweise vielleicht schon, probieren wir jetzt mal, dass wir halt möglichst immer auch die Straße verwenden, auch wenn wir zu Einsätzen fahren, sofern nicht der Zeitdruck dann zu groß ist. Weil die Ringstraße führt einmal außen rum und dann gibt es da mehrere Abzweigungen, wo man immer ins Werksgelände dann wieder reinfahren kann. Und da kommt einer entgegen, der kommt anscheinend aus England. Und die Ringstraße führt halt einmal außen rum, dann könnten wir hier zum Beispiel ins Werksgelände reinfahren. Und so fahren wir halt kommen wir wahrscheinlich am schnellsten zum Einsatzort, weil wir sonst halt uns nicht da irgendwie durchschlängeln müssen und so halt die beste Route da irgendwie finden müssten. Was ja so eigentlich relativ schwer noch ist, besonders am Anfang halt, wie gesagt. Und ja. So, wir fahren jetzt aber erstmal zurück zur Wache. Blinken wollten wir jetzt nicht. Und ich würde sagen, wir machen nochmal ein bisschen Fitnesstraining, um unsere Vitality-Anzeige nochmal ein bisschen, ja, zu erhöhen. Wir fahren auch ziemlich schnell mit dem Einsatzleitwagen. Ich glaube, wir sind damals konnten wir aber noch nicht so schnell im Flughafen Feuerwehrsimulator mit dem fahren, oder? Da konnten wir keine 140 mit dem fahren. Oh. Von einem Abstellgleis kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Oh, warte, warum ist das möglich dorthin? Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, sucht Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. So, wo ist es denn? Müssen wir. Oh, jetzt kommen wir natürlich. Da müssen wir hier irgendwo jetzt reinkommen. Ja, kommen wir rein. So, und wo ist das Abstellgleis? So, wir waren ja zum Glück gerade in der Nähe. Ah, da ist es. Ah, da ist das Abstellgleis. Ja, das war das Falsche. So, und jetzt einmal Feuerlöscher. Und ja, der Brand hat sich schon etwas ausgebreitet. Die Mülltonnen fangen auch schon an zu brennen. Schnell das dann noch alles ablöschen. So. Und zurück zur Wache. Das war schon der zweite Einsatz und wir haben jetzt schon 300 Punkte. Ganz schön ordentlich. So. Ja, wahrscheinlich der Einsatz mit dem BMA-Alarm hat uns mehr gebracht. Wahrscheinlich, weil wir halt uns den BMA-Alarm deaktivieren mussten. Wow. Jetzt voll in die falsche Richtung ausgewichen. Naja, okay. Aber woher soll der wissen, dass wir nach rechts ausweichen? Ist natürlich auch eine gute Frage dann. Ah, so, kurz aufgeschaukelt. Die Beschleunigung ist schön. Ist sehr schön von dem Fahrzeug. Schnell auf 100. Und ich finde es auch gut, dass sie das jetzt hier mal mit dem Schalten reingemacht haben, weil das Fahrzeug hat ja nicht nur einen Gang, sondern so war es beim Flughafen Feuerwehrsimulator, ja, sondern so. Also ist schon ganz gut gemacht jetzt. So, wir fahren. Wir können ja mal über das Tor hier reinfahren. Hallo Kollegen, wir sind zurück. So, einmal zurück in die Fahrzeughalle. So. Und wieder rein. Ja, so. Wir können uns eigentlich auch aufs Ohr hauen, aber dann ist die Schicht gleich zu Ende eigentlich. Ach komm, lass uns noch ein bisschen Fitnesstraining machen. Schadet doch nicht. So, noch gerade das Tor schließen und dann geht's einmal nach oben. So. Ist natürlich echt blöd, wenn man ganz oben ist und dann einsatzlos geht und dann erstmal runter zu rennen. Das dauert halt so ewig. So eine Rutsche wäre natürlich echt nicht schlecht gewesen. Naja. So, hier müssen wir lang. Aber wir finden uns ja schon ziemlich gut zurecht. Jetzt können wir meine Taschenlampe nutzen. Ja, die macht das schon ordentlich hell. Die hilft wahrscheinlich schon bei Nachteinsätzen, besonders auf dem Werksgelände. Wir haben ja schon gesehen, wie dunkel das dann immer war. Und da gehe ich mal davon aus, dass die Taschenlampe dann doch ein ziemlich gutes Utensil ist. Also ich finde es ja schon cool, dass sie das jetzt hier so mit Taschenlampe und Axt gemacht haben. Das sind zwei ziemlich coole Neuerungen, finde ich. Und auch mit den Einheiten nachalarmieren, das können wir ja mal irgendwann nutzen. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen. Aber vielleicht passiert es mal, dass der Brand irgendwann außer Kontrolle gerät. Hatten wir ja auch schon mal im Flughafen Feuerwehrsimulator, dass der Brand nicht so einfach zu bekämpfen war. Und dann hätten wir doch mal, ja, Einheiten gebraucht. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich ist.
wie gut die mithelfen, wie das dann ist, das werden wir ja dann mal sehen. So, machen wir nochmal Gewicht heben. Dauert schon einige Zeit, bis die Vitality-Anzeige da in einem guten Bereich ist. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt noch einen Einsatz kriegen. Zwei Einsätze ist wahrscheinlich hier immer so der Durchschnitt. Also an Einsätzen, die man so hier... Oh, da kommt schon wieder einer da. Ja, das muss schneller gehen. Ich muss das mal runter zu den Fahrzeugen. Ich kann nicht mal die Treppe runterspringen. Brandmeldeanlagen, Lagerhallen. Aber das ist ja direkt um die Ecke. Das ist ja nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So, die ersten sind schon los. Und wir sind hier noch unterwegs. Wow, wow. Na gut, hier ist nur der Rettungsdienst bis jetzt. So, wir haben 30 Sekunden gebraucht, um jetzt von da oben bis hier runter zu spurten. So, wir kriegen wahrscheinlich nochmal 300 Punkte, wenn es jetzt wirklich ein Einsatz ist. Oh, was denn? Oh, Kollege, ja, rennen mitten in den Weg rein, ey. Super duper hier, ey, 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 ey. Mal wieder super Job. Hallo, die Sirene müsst ihr abstellen. So. Da ist der BMA-Alarm. Ich sehe ihn schon da hinten. Da blinkt, aber wo haben wir das Feuer? Lieber nicht hin. Ah, das soll da drüben sein. Ja, bevor wir nicht den BMA-Alarm ausmachen, bevor wirklich komplett kontrolliert ist, weil sonst gibt's Abzug und Ärger vom Chef, wenn man den BMA-Alarm erstmal sagt, dass da nichts ist. Obwohl da eigentlich doch was ist. Aber hier scheint echt nichts zu sein. Können wir mal da. Wahrscheinlich hätten die Kisten hier brennen können. Hier rein können wir ja nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein Fehlalarm war. Okay, wir probieren es jetzt mal. Melde BMA-Alarm ab. Es war nur ein Fehlalarm. Verstanden. Huh. Es war wirklich nur ein Fehlalarm. So, wieder 200 Punkte kassiert. Und. Ah, jetzt haben wir die Tankklappe aufgemacht. Und wir haben den Feuerlöscher in der Hand gehabt. So, und jetzt zurück zur Wache. Schicht abmelden. Das war's dann schon von der ersten Schicht. Mit drei Einsätzen recht ordentlich. Ich dachte nicht, dass es jetzt so viele werden. Und es war eigentlich eine recht gute Schicht. Wir haben einiges zu tun gehabt. Es war jetzt nicht wirklich langweilig. Wir fahren eigentlich. Ja, wir fahren direkt vor die Haustür, würde ich sagen. Ich stelle uns hier gerade ab, das Fahrzeug. So, also ich fand, für die erste Schicht war das echt eine richtig gute Schicht. Ich bin schon auf die nächsten Schichten gespannt. Ich freue mich schon. Und dann melden wir die Schicht jetzt hier an der Stecho ab. Die Schicht ist hiermit beendet. Und wir speichern wieder. Noch 500 Punkte fehlen uns zum nächsten Rang. Das können wir dann sogar schon im nächsten Teil schaffen. Ja, wir überschreiben wieder. Und das war's von diesem Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Line Gemeins. Ciao!